Hallo, hier ist wieder eure Theresa und ich bin wieder unterwegs mit Lemmert. Im letzten Herbst bekam ich eine Einladung von Lemmert für eine Reise nach Sizilien. Sie haben mir von Franca und Antonio Guicciardi erzählt, die in der Nähe von Gibellina im Westen von Sizilien ihre Gäste in einem alten Bauerndorf beherbergen. Ein idealer Start für die Entdeckungsreisen rund um die Gegend des Belice-Tals. Als besonderes Highlight sollte ich an der Olivenernte teilnehmen und erleben, wie mein leckeres Olivenöl hergestellt wird, das ich schon seit einigen Jahren von Lemmert bei der Familie Ciaccio beziehe. Wie aufregend! Ich habe einige Freunde aus Deutschland gefragt, ob sie mich auf dieser Reise begleiten wollen, um diese besonderen Leute und Orte von Lemmert kennenzulernen. Und so sind wir dann zu fünft für eine Woche nach Sizilien geflogen. Franca und Antonio haben uns vom Flughafen in Palermo abgeholt und nach einer knappen Stunde kamen wir abends an. Lemmert hat wieder einmal einen ganz besonderen Ort entdeckt. Es ist weder eine Herberge noch ein Bed and Breakfast. Wir sind mitten auf dem Land und hinter der erleuchteten Tür erwartet uns ein festliches Abendessen. Am nächsten Morgen habe ich sofort bemerkt, dass ich hier an einem ganz besonderen Ort gelandet bin. Das Dörfchen wurde von den Tagelöhnern eines Großgrundbesitzers gegründet und von deren Familien bewohnt. Der Großvater von Antonio war damals dabei. Aber in den letzten 20 Jahren drohte alles langsam zu verfallen. Antonio hat sich deshalb dazu entschlossen, dem Verfall ein Ende zu setzen und das Dorf inmitten der Orangen- und Olivenbäume wieder instand zu setzen. Unten erwartet uns schon ein reichhaltiges Frühstück. Francas selbstgebackener Kuchen und Antonios Orangen- und Mandarinenmarmelade, dazu Käse aus der Gegend, Früchte und. Heute beginne ich meine Ausflüge in die nähere Umgebung. Auf der Landkarte wird mir klar, dass ich mich inmitten Siziliens reichhaltiger antiker und vorantiker Geschichte befinde. Um mich herum ist das Land der Elymer, deren Macht und Einfluss durch den imposanten Tempel von Segesta bezeugt wird. Nur wenige Kilometer von den Guicciardis entfernt liegt Gibellina, vor allem interessant wegen der Stadtplanung aus den 70er Jahren, mit der man nach dem Erdbeben von 1968 einen Neuanfang versuchte. Das historische Gibellina hingegen liegt 18 Kilometer weiter östlich und wurde nach seiner kompletten Zerstörung vom Landschaftskünstler Alberto Buri mit einem Leichentuch aus Zement überdeckt. Am nächsten Tag heißt es früh aufstehen. Die Oliven wollen geerntet werden. Wir fahren dazu nach Menfi. Vito Ciaccio hat sein Leben lang als Bauer gearbeitet und seine Oliven- und Orangenhaine mit großer Sorgfalt gehegt. Ich bin schon seit Jahren ein großer Fan von Ciaccios Olivenöl und heute habe ich zum ersten Mal die Gelegenheit, bei der Ernte und der Ölpressung hautnah dabei zu sein und mitzumachen. Seit einigen Jahren bringt die Familie Ciaccio ihr Olivenöl und ihre Orangen direkt über Lemmert zu Verbrauchern, die besondere Qualität zu schätzen wissen und gleichzeitig sehen, welche Mühe hinter der ganzen Produktion steckt. Io vi offro delle mandorline. Wow, le mandorline. Fatte col sale e il pepe. Buone? Come antipastini.
Ich freue mich einfach riesig. Was für ein toller Tag. Nach der Ernte fahren wir zur Ölmühle. Als das leuchtend grüne Öl endlich aus dem Rohr läuft, können wir eine erste Geschmacksprobe mit frischem Weißbrot und Ricotta kaum erwarten. Dazu ein herrliches Glas Weißwein. Welch eine Gaumenfreude! Vor dem Abendessen besuchen wir Franco in seinem Museum der sizilianischen Alltagskultur der letzten Jahrzehnte. Wir finden eine Wunderkammer, in der man sich stundenlang aufhalten und immer Neues entdecken kann. Heute regnet es den ganzen Tag, aber kein Problem, wir tauchen ein in die natürlichen Thermalbecken in der Nähe von Monte Vago. Bei 36 Grad Wassertemperatur lässt es sich hier gut aushalten. Wir besuchen Marsala. Spektakulär ist auch die Salinenlandschaft zwischen Marsala und Trapani. Und weil es dazugehört, ein Sonnenuntergang mit den Isola dello Stagnone. Mit Lorenzo, dem Schwiegersohn von Antonio, geht es durch die Altstadt von Salemi. Neben den Zeugnissen des Erdbebens gibt es hier einen gewaltigen Museumskomplex, in dem es auch ein sehenswertes Mafia-Museum gibt. Poi sulla destra troviamo l'aquila a due teste, che significa la potenza. Der Vogel mit zwei Köpfen ist die Potenz. Wir besuchen das Museum des Heiligen Brotes, entstanden aus den Bemühungen von Lorenzos Verein Lo Scrigno della Memoria, dem es darum geht, das kulturelle Gedächtnis zu erhalten. Aber was mich besonders beeindruckt, ist das Leben bei den Guicciardis in den Case Zaccanelli. Wenn am Wochenende alle Familienangehörigen vorbeikommen, wird das kleine Dörfchen wiederbelebt und erinnert an die Zeiten der Großfamilie. Heute kümmert sich jeder Familiennachkomme um einen kleinen Teil des Dorfes. Und trotzdem sind alle zusammen. Mamma mia, was für ein lustiges Spektakel, an dem wir Reisende gerne teilnehmen. Antonius Großvater hat es geschafft, sich selbstständig zu machen und einen der besten Weine der Region zu produzieren. È stato travasato da poco, quindi ancora non è limpido, però già dal colore si vede come arriverà ad essere un buon vino di annata sicuramente. Während Franca uns zeigt, wie man Couscous herstellt, die Kinder spielen und jeder mit irgendetwas anderem beschäftigt ist, bekomme ich einen Eindruck von den Sommerabenden, in denen sich hier Gott und die Welt trifft, um den stattfindenden Theatervorstellungen beizuwohnen. Ja.
dito. Gocce. Gocce. Io non so fare. Gocce. Belle rosse. Sfreggia la faccia. Luzio. Si distiggi. Abends sitzen wir alle beisammen, quatschen und singen und tauschen unsere Erfahrungen aus. Vielen Dank, Lemat, dass du uns wieder mit besonderen Orten und Leuten bekannt gemacht hast. Bravo, 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 bravi. Renato, lo vedi? Devi dire Teresa. Io come devo dire? Sì, ma deve dire Teresa. La vedi? Solo questa? Teresa lo vedi? Teresa? Lo vedi? Ancora? Teresa? Lo vedi? Com'è il discorso? Che poi lui magari lo pulisce.